Na, dann probieren wir mal ein bisschen weiter rum, was wir mit dem Auge so machen können. Und mit den Vögeln da oben. Es wurde ja schon gesagt, ich könnte die Vögel da oben füttern. Und dann droppen die Samen. Also wahrscheinlich nicht mit Samen füttern, das wäre irgendwie komisch. Obwohl, testen wir mal. Ein Samen rein. Das dauert wohl, bis die fertig sind. Okay, wir merken uns, den Roten haben mit einem Samen gefüttert. Haben wir noch irgendwo welche? Honig, nö, eine Drachenfrucht haben wir noch. Wir haben noch Steaks. Wir haben diesen komischen Früchtecocktail da unten. Einmal rohes Fleisch. Rohes Fleisch isst du nicht. Auf dem Boden auch nicht, ne? Ich glaube, das hatten wir gestern schon getestet. Nö, will er nicht. Ein komischer Tollwirt. Oh, das. Zack. Zwei Samen. Er hat bisher nichts hingeschmissen. Außer es wurde gleich aufgegessen von irgendeinem der Hasen hier. Also. Da sind die Samen. Ein für dich. Ein für dich. Jetzt haben alle drei Vögel in Anführungszeichen einmal Samen bekommen. So. Und die zwei bringen wir jetzt einfach um. Zack. Zack. Oh, er wollte helfen. Das ist ja lieb. So, rote Feder auch noch mit. Und bei dem kommt irgendwie nichts raus. Also jedenfalls nicht so schnell. Ich gebe dir mal was anderes. Eine Drachenfrucht war eigentlich recht praktisch. Da suche ich mir mal ein bisschen Dünger und hole was aus unserer Farm raus. Was nicht ganz so selten ist wie die Drachenfrucht. Wahrscheinlich Karotten. Oh, vielleicht auch Blumen. Isst du Blumen, kleiner Mann? Nö. Isst du Blumen auf dem Boden? Nö. Was hat er denn letztens gegessen? Also ich glaube nur Karotten und dergleichen hat er gegessen. Oh, und das Spinnennetz ist schon auf Stufe 2. Da sollten wir uns bald drum kümmern. Sonst kommt da gleich wieder eine neue Spinnenmama raus und legt irgendwo ein Neuei. Aber dafür will ich unbedingt erstmal den Helm haben. Und den Kleinen irgendwie ausgebildet und ausgerüstet. Ein Stahlplattenpanzer für einen Smallbird. Ja, das wird bestimmt recht einfach zu bekommen sein. Noch mehr Samen. Aber ja, ich habe echt keine Ahnung, was aus dem wird. Also ob der ein richtiger Tallbird später wird. Das könnte ein bisschen überpowered sein. Oder ob der ewig so klein bleibt und man ihm nach und nach irgendwelche Tricks beibringt. Ah, müssen wir gucken. Also die beiden haben bisher noch nichts rausgeschmissen. Und ich habe schmissen gesagt. So, Mais, Karotte und neuer Vogel. So, Karotte isst du richtig? Wir haben zwei Stück. Nö, Karotte isst du auch nicht. Der ist auch einfach satt. Das könnte auch gut sein. Wir haben ihm ja vorhin ganz schön viel gegeben. Geben wir mal eine Karotte dem Vogel hier. Isst er. Ah, und produziert zwei Samen. Ah, Karottensamen. Das ist ja sehr cool. Also, nicht die Karottensamen selber, die sind doof. Aber dass man jetzt gezielt danach was anbauen kann. Den kannst du dann wieder zurückessen. Wir hätten lieber Drachenfruchtsamen. Flupp. Drachenfruchtsamen. Sehr, sehr schön. Die werden doch gleich mal angepflanzt. Da und da. Ja, die sind ja irre praktisch. Aber dafür brauchen wir keine zwei Stück. Das heißt, den anderen hier könnten wir theoretisch wieder abbauen. Und dieses Rumgespringe von den Vogelfallen ist ja irre nervig. Ich glaube, die muss ich mal irgendwo außerhalb platzieren. Und nur ab und an mal aufsammeln. So. Mann, Mann, Mann. Feuer schmeiße ich auch mal ganz kurz an. Obwohl, es ist gleich schon Abend, da können wir gleich vier reinschmeißen. 1, 2, 3, 4. So, und Wilson hat wie immer Hunger. Dann kriegt er ein bisschen Popcorn. Zu dem Popcorn geröstete Karotten, ein paar Blätter und ein paar geröstete Samen. Njam, 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 eine ausgewogene Mahlzeit. Oh, vielleicht mag der Kleine ja auch geröstete Samen.
Oh, Marke hat er gegessen. Hat er auch gegessen? Hat er auch gegessen. Also so viel dazu, dass der mal satt sein kann. Aber wir brauchen erstmal was zu essen. Und ich höre irgendwo noch einen Vogelkäfig. Also. So. Vogel weg. Ach, Ruhe. Ist ja fast so nervig wie die Bienen im Rucksack. So, du stirbst. Oh. Also entweder will er mir helfen oder er schreit, dass ich es nicht machen soll. Also, entweder ist er total aggressiv oder er ist liebenswert. Eins von beiden. Und wo wir gerade hier sind, können wir auch 1, 2 Gras wieder reinschmeißen. Gras isst du nicht, oder, kleiner Mann? Nö. So, er schläft, sehr gut. Oh, was passiert eigentlich, wenn er sich schlafen gelegt hätte, während wir nicht beim Feuer wären? Also, wo kein Licht ist. Hm. Also sollten wir echt darauf achten, immer schön beim Lager zu sein, solange der uns hinterherläuft. Was mir noch gesagt wurde, dass ich den Kürbis aufheben kann, wenn ich keine Waffe in der Hand habe. Und das stimmt wohl. Oh, und der ist bei 3%. Okay, also die verbrauchen sich mit der Zeit. Die gehen nicht durch Angriffe kaputt. Schade, schade. Aber trotzdem ganz praktisch. So, du schläfst weiter vor dich hin. Wir... Was machen wir denn mal? Wir sortieren bestimmt das Inventar. Da sind die roten Federn, schwarze Federn können gleich mal daneben. Dünger. Haben wir noch ein bisschen. Sehr gut. Das kann da rein. Das ganze Fleisch kann verkocht werden. Und ich glaube, danach nehme ich die Dünger gleich wieder raus und düngen die Drachenfrüchte. So lange hoch, bis wir sie abernten können und verfütter sie dann gleich wieder an den Vogel, damit wir auf allen vier Feldern Drachenfrüchte anbauen können. Und danach teste ich mal, ob die Drachenfrüchte wirklich das waren, was am meisten gebracht hat. Also 1, 2, 3 mal Dünger. Harvesten. Dem Vogel im Dunkel geben. Kurz warten. Einmal Drachenfruchtsamen. Das sind normale Samen. Nee. Die können wir kochen. Und entweder hat er jetzt nur einmal Drachenfruchtsamen gegeben, oder ich sehe es im Dunkeln einfach nicht. Hm. Okay, die pflanzen wir schon mal wieder an. Pushen wir gleich wieder hoch. Und es ist Tag. Ah, da sind Samen. Richtig. Sehr schön. Drachenfruchtsamen. So. Dich auch noch verfüttern. Der arme Vogel ist echt nur am Schietern. So. Ah, diesmal gab es echt nur eine Same. Ein Samen. Wäre vielleicht sonst ein bisschen zu überpowert. So. 1, 2, 3. Flupp. Nehmen wir mal einen anderen Vogel. Der hier ist vielleicht ein bisschen zu ausgelastet. Ja, sieht doch gleich viel besser aus. So, wieder zurückdrehen, die doofe Kamera. Ja, das war einmal normale Samen. Meh. Ich will aber meine Drachenfruchtsamen haben. 1, 2, 3. So, nehmen wir den anderen. Der doofe Jack sollte da echt mal weg. Flupp. Einmal Drachenfruchtsamen. Nochmal Drachenfruchtsamen. Na also. Also sind wohl immer 1 bis 2 Drachenfruchtsamen. Oder die Samen von der Frucht, die man denen gerade gegeben hat. Also alle vier haben jetzt Drachenfrüchte drauf. Sehr gut. Und ich glaube, ich bringe den Jack hier mal um. Ich wollte ja eh einigermaßen von meiner Basis fernhalten. Und der ist mir jetzt echt zu weit drin. Hey, der Kleine hilft ja. Sehr schön. So. Soll unseren Rucksack wieder anziehen. Und alles schön einsammeln, bevor irgendein Schweinchen das aufisst. Hey, der kleine Mann ist weg. Nein! Der Jack konnte doch gar nicht angreifen. Och nö. Also ich hätte schwören können, der Jack hat einmal zugestoßen, weil er die ganze Zeit sonst angegriffen wurde. Und das eine Mal zustoßen war auf uns, deswegen ist die Rüstung auch beschädigt. Warum ist der kleine Mann jetzt gestorben? Na, so.
Das finde ich jetzt doof. Also ja, es war ein bisschen waghalsig, den Jack anzugreifen. Aber ich bin echt davon ausgegangen, dass der Jack gar nicht zum Angreifen kommt, weil wir ihn halt durchgehend treffen. Also allein schon, wenn wir als Wilson ihn die ganze Zeit angreifen. Aber da der Kleine auch noch mit draufgehauen hat, hat er eigentlich gar keine Chance gehabt, zurückzuschlagen, der Jack. Das ist echt komisch. Na gut, wir wissen jetzt, wie wir ihn schnell wiederbekommen. Also wir brauchen nur ein Ei und dann immer mit dem Feuer hin und her das machen. Aber das dauert wieder 3 Tage und wir müssen erstmal das Ei bekommen. Na gut. Das war also der Namenlose Nummer 1. Weil wir ihm noch keinen Namen gegeben hatten. Gucken wir mal, wie der nächste so wird. Weil ich würde schon ganz gerne wissen, ob die später größer werden oder nicht. Oder ob die noch andere Sachen können oder nicht. Weil momentan war es ja nicht sehr beeindruckend, was der konnte. Konnte eigentlich nur essen. Apropos, oh, das sind 2. Komm mal hier runter. So. 25%, hm? Ah, na endlich. So. Das kommt alles mit. Hüte. Wir brauchen nur ein Seil. Das ist ganz schnell gemacht. So. Footballhelm. Sehr schön. Endlich. Es hat jetzt wie viele Folgen gedauert? 8 oder so? Bis wir einen Pigskin rausbekommen haben. Und wir bräuchten eigentlich 4 Pigskins, um noch ein Schweinehaus zu bauen. Das ist echt übel. Aber okay, früher hätte man auch sehr schnell eine riesige Schweinearmee aufstellen können. Und dann wäre kein Gegner ein Problem gewesen. Ist also schon ganz gut, dass es ein wenig verschärft wurde. Oder ein wenig mehr. So, ich sehe da oben eine Falle zuckeln. Und jetzt, wo wir volle Lebenspunkte haben und den Helm, bin ich auch immer versucht, ein paar Spinnen anzugreifen. So, lauft in die Fallen, lauft in die Falle. Wow. So, die gelbe Spinne hat gerade was Komisches gemacht. Und die kriegt ja keinen Schaden durch die anderen Fallen da oben. Was soll das denn? Hier. Ihr müsst da Schaden bekommen. Ah, der ist echt komisch. Also es hat ganz gut geklappt. Unser Helm hat immer noch 74% und ich habe sogar vergessen, die Rüstung anzuziehen. Ja. Aber was mich irritiert, ist, dass die Fallen hier gar keinen Schaden verursacht haben. Jedenfalls nicht sichtbar. Ah, echt komisch. Ist die Spinne gerade in den Jack reingelaufen? Ah, komisch. Da kommen immer wieder neue raus. Das ist ja auch kurios. Stirb. Einzeln könnt ihr ruhig kommen. Das ist absolut kein Problem. Auch eine schöne Art, an die Spinnenseite ranzukommen. Nachts produzieren die Eier wohl unendlich viele Spinnen. So und so, mal eben 4 Spinnenseile zusammengesammelt. Sehr schön. Aber es wird gleich sehr schnell dunkel. Weil ich die Uhr mal wieder nicht im Blick hatte. Also zurück zum Lager. Und diesmal keine Kohle verfeuern, sondern Dünger. Die Kohle soll ja eigentlich echt nur für Notfall sein. 1, 2, 3, 4. Das wird verkocht. Wo ist das ganze andere Fleisch eigentlich hin? Was haben wir schon verkocht? Okay. Monsterfleisch. Kann alles in die Töpfe oben. So. Also, 1, 2. 1, 2. Und 1, 2. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, was oben ist und was unten. Ich mache das mal. Obwohl nicht. Hier mache ich es mal genau andersrum. Bei dem Topf ganz rechts sind oben 2 Monsterfleisch und unten 2 Mais. Und hier sind oben 2 Mais und unten 2 Monsterfleisch. Gucken wir, ob das gleiche rauskommt. Das andere Monsterfleisch kann schon mal auf Vorrat hier rein. Oder wir kochen es einfach so. Die Steaks können alle zurück. Wir haben inzwischen richtig schön viel Spinnenseide. Büffelhaar. Büffelhaar haben wir hier. 15 Stück. Wie viel brauchen wir für unseren Büffelhelm? Japer Vest. So müssen wir es mal forschen. Ja, okay. Ein Spinnenhut. Oh,
Spinnen werden dich jetzt Mama nennen. Stimmt, da hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Das könnte ganz praktisch sein. Aber ich weiß mit dem Büffelhut. 16 Büffelhaare braucht man dafür. Nee. Okay, aber das dürften wir auch noch hinbekommen. Im Notfall rasieren wir wieder mal einen Büffel. Auch wenn die echt viel zu traurig aussehen. Noch ein wenig verforschen. Ja. Und den restlichen Dünger erstmal wieder einlagern. Die Federn waren da. Und gucken wir mal. Also hier war jetzt das Fleisch oben. Mais unten. Metis du. Hier war es andersrum. Auch Metis du. Schön. Ist also egal, was wo ist. Weil wir hatten vor kurzem es gehabt, dass wir zweimal Fleisch reingetan haben und trotzdem Früchtecocktail rauskam. Das war komisch. Aber liegt wahrscheinlich an den Auberginen. Aber na gut. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.